Hallo. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 mit Chaos. Join the Chaos. Und wir sind vollkommen verwirrt und wir bedeuten Jojo Hallo. Eine neue Waffe. und Robli und Hallo. Cyberbot. Hallo. Ja! Die ist geil. Und wir gehen jetzt Flügel in die Luft sprengen. Die ist richtig geil. Nein, Wir brauchen zwei diese Schuss, ne? Folge Oh. wollten wir eine. Ja, Nein, sowas diesen machen. Zug wollten wir eine Folge sprengen. Ja! Ach ja, hilf zu, wir wollen diesen Zug eine Folge sprengen. Nee, in diesem Zug wollen wir eine Folge sprengen. Das finde ich gut. Und wir Ja, dann gucken, geht dass Rubli dich so eine Stunde, nochmal zwei. überfahren wird. Ne, Rubli? Was? Rubli kriegt doch nichts nochmal gebacken, überfahren. Also daher. Alter, ich weiß, was passiert hier? Wenn du von Süd überfahren lassen. Da, das ist ein haltloses Gerücht. Fett, den Fetten, der hat eine Waffenbox. Oh yeah, ein Alabadi! Kann ich dem ich nicht, beblasen, wie ihr es nennt? Ja, kannst du ihm einen blasen? Gerne. Er ist tot, Dudes. Kannst du ihm gerne einen blasen, aber keiner hält dich auf. Ihr macht das. Oh mein Gott, ich hab dreimal Markus und krieg noch Geld. Was ist das? Wie bin ich auf einmal down? Legendäres bei Markus. Down, wenn man dreimal Markus hat, droppt er eigentlich Legendary. Hallo? Hallo? Nurse? Ich hab dreimal Kirsche! Nurse ist anwesend. Ich hab meine Shotgunner. Ich hab meine Rolle hier schon gefunden. Ja, Shotgun, steht ja oben. Muss der Mann. Nabo hat ihren Weg gefunden. Ja, ihren genau. Weg des Heilers. Jojo, was für eine Shotgun? Ich will keine, Mann. Kauf die dir! Nein. Oh, verdammt, sieht man nicht dran, dass ich die nicht nachladen sollte. So, Rubli ist jetzt auch schon Level ab. Ich werde jetzt auch langsam. Hier die ja. Iridium. Darf nicht. Nur mal eine Sekunde. So, ich skill mal noch ein bisschen auf erhöhten Nahkampfschaden, glaube ich, erstmal. Kämpfst du überhaupt im Nahkampf? Sehr häufig. Sollte ich mir angewöhnen, ich weiß. Also, kommt ihr hoch, dann können wir die im Bauch stupsen. Bauch stupsen! Rechts, ich links, warte. Ich guck Zack. Zu. Guck das bei mir an, weil bei mir sieht man das aus beiden Sichten. Warte, ich film das immer gern von hier unten. Also ich nehm's dann nicht auf, aber hier unten sieht das richtig geil aus, wie der dann runterfällt. Oh nein, sie zählt runter! Schneller! Oh. Jetzt fliegt die zweite so nach hinten. Bam! Jetzt haben wir die Folge gesprengt, Leute. Ja, boom! Ihr könnt stehen bleiben, wir bekommen keinen Schaden. Oh, fang runter, ich bin eine Explosion, richtig deftige. Oh Mann. Schon hart, ne? Der Schlüssel ist noch auf dem Eisschelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Ja! Das Ruhr auf den Zug. Was für ein Rollen? Na, 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 jetzt kommt Wilhelm! 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 Das ist das erste Mal, wo ich so gedacht hab, scheiße, die labern die ganze Zeit von Wilhelm und so, denkt mir das so überkrass und dann so, was soll der Scheiße, das ist nur ein größerer Roboter. Wilhelm! Immer diese Spoiler! Spoiler-Alarm! Das wollen uns Zuschauer gar nicht wissen. Nein! Wilhelm ist natürlich ein fünfter Mitspieler, das ist der Spitzname von Deathtrap. Dem Roboter, der von Cyber, der uns hier begleitet. Der heißt anders. Wartet, ich nehme kurz eine Korrosionswaffe mit. Boris! Ja, der heißt Nummer 5. Der heißt Nummer 5, Nummer 5, nee! Ja. Siehst du, auf sowas Bekloppten kommt denn so ein Roboter raus. Mein Gott, deine ganze Intelligenz in das Vieh gesteckt. Halt doch die Fresse. Die ganze Intelligenz in das Ding reingehauen. Mein Gott. Nicht mal 50-50. Ja, ich wollte gerade sagen, wenigstens eine für jeden übrig lassen, aber nein, er klopft gleich beide rein. Da merkt man schon, dass zwei bei ihm nichts mal mehr gebracht haben. Ich glaube, da sucht jemand Streit. Ja, ich glaube auch. Mit Cyberbot immer. Bist du Schläger, Alter? Wer schreit denn da so? Cyber, du ja, hast geschrien wie ein Mädchen. Halt, so eine kleine Memme. Das muss man mal so sagen. Also du hast wirklich geschrien wie ein Mädchen, Cyber. Ich hab mich selbst abgefackelt, Alter. Ja, siehst du, auch die Intelligenz wieder. Ich glaube, Jojo ist ein Typ, der sucht einfach dauerhaft Streit, ne? Ja. Immer doch. Also da steht ein Typ vor ihm mit einem Baseballschläger. Ich schau ihn den Baseballschläger. Ah, der explodiert gleich. Das ist Jojo. Er hat mich geschlagen. Nein, Spaß, ich hab 7 Leben! Immerhin! Wenn das ich weiß, gut. dass ich gewinne, warum sollte ich dann keinen Streit suchen? Ne? Macht doch sonst keinen Spaß. Kriegt es hin, den letzten da jetzt auch noch umzubringen? Nö. Cyber ist ein kleines Mädchen. Zweifelsfall nein. Ja, also. Halt die Fresse! Stimmt, eigentlich ist er der Kleinste hier. Ja, er ist auch die Jüngste. Hüpfende Granate! Das Jüngste zählt ist, nicht! Cyberbot ist auch die Jüngste. Gut, Truhe.
Du bist das Letzte, Alter. Alles warte, meins. Wenn da eine Korrosion drin ist, gehört zu mir. Nee. Ich hab zwei Korrosionsflaschen, Digga. Ich hab Raketenwerfer. Ich auch. Ich brauch Geld. Hey, oh, let's go. Ja. Junge, ich hab Korrosionsraketenwerfer. Was hast du? Da glänzt was. Einen riesigen Penis? Das zählt nicht. Wieso zählt das nicht? Oder den Schildbord erstmal, ne? Oder die. Die kleinen Teile erstmal weghauen. Ja. Natürlich, die Rakete fliegt so einen Millimeter drunter. Okay, rauf da. Ich hau doch schon drauf, ist doch gut. Klingt aber viel cooler, wenn du so tust, als wenn es noch nicht so wäre. Weißt du, so alle mal rauf da, ja! Feuer! Schmeiß alles rauf, was du in der Tasche hast! Alles, was du dabei hast! Gib ihm alles und noch mehr! Der Stuhlgang ist gerade sehr nach... Gib ihm mehr, als er vertragen kann! Hitler, so ein bisschen. Aber schon minimal! Wunschdenken. Minimal, ganz wenig gut! Rocket wieso bin ich down! Da? Völlig unzurecht, zu unrecht meine ich. Ivanhoe, zu meiner Korrosion in die Fresse ab! Die Liste, ja. Guck dir mal hier! Hallo? Ah! Das ist ja das ist Mensch das drin! Wo ist ein Mensch drin? In Willen! Sehr wichtig! Jetzt geschnallt, Mann! Ja, ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist ja wirklich nur so ein Roboter! Das ist nicht nur so ein Roboter, da hast du Menschenzüge, Alter! Wo ist denn ein Mensch drin? Ja, da oben, guck dir doch sein Gesicht an! Die Arme! Das heißt doch nicht ohne Grund einfach Wilhelm! Ich hab das nicht so zu drehen, das geht doch gar nicht. Yay, tot! Guck hier, das ist ein Mensch! Ach stimmt, das liegt jetzt auch bloß so ein Gerüstdingsteil und so. Krass. So ein Mensch. Wir haben einen Menschen getötet, der hat Freunde und Familie. Nein, hat er nicht. Der ist so wie du, Juli, der hat keine Freunde. Siehst du? Also war es auch nicht schlimm, dass wir ihn umgebracht haben. Stimmt, es sollte kein zweites Du geben. Kein zweites Mensch? Wieso denn? Ständige, permanente, gegenseitige Gedisse hier, das ist echt. Gedisse, Schimisse, Gadidididid. Lieber nicht dazwischen geraten, ne? Ja, Rocky. Und schneid halt mal ganz schnell die Hand aus. Und wir haben das Gefühl, dass so zwei kleine Kinder rechts und links von, also die sich die ganze Zeit beleidigen, und irgendwann geht's eher so ein bisschen. Ja, ja. So dezent in der Mitte und einfach mal, ja, hm, ja. Ja, beide okay, Richtungen so okay, mit dir raus. Mal lieber nicht, sonst krieg ich auch noch was ab. So. Wie bei so einer Essensschlägerei mit einem Schild. Das dann ist einfach der Spielverderber. Was? Die Reise beginnt? Nein, ich plündere noch. Hört auf. Tschüss. Oh, er springt noch so schnell hoch. Ich immer. Wie habe ich entschieden, dass mein Sniper war, also zwar sehr geil ist, aber irgendwie in meiner Klasse völlig unnütz. Ja, du bist hier, wie soll man das sagen? Du Nahkämpfer? Bist auf. Er ist Toast. Du bist Nahkämpfer und MGs. Ja. Er ist Toast. Den also Rest brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst nur deine Kuh und deine Nahkampf. Er ist Brot. Brot. Ich bin Toast. Vollkornbrot. Toast. Toastbrot. Weißbrot. Vollkorn-Toastbrot mit weißer Sahne. Stimmt, Vollkorn da ist natürlich gehaltvoller. Lecker. Es ist wie ein Arbeit. Oh yeah, wie geil. Ja, kannst du gleich dir mal eine Scheibe abschneiden, Rubli. Von der Sahne? Wenn du das unbedingt so möchtest. Oh, ich wusste schon immer, dass du etwas komisch bist. Also wenn die Sahne, von der man sich eine Scheibe abschneiden kann, die will ich nicht essen. Nee, ich wollte gerade sagen, die ist dann schon ein bisschen älter, ne? Ja, so ein, zwei Tägchen. Oh, übers Verfallsdatum. In der Hitze gelagert. Ja, schön noch im Wasserbad. Die ist dann schon artig, ne? Von gestern. Ja, ja, von gestern. Weißt du, die hat schon so den Adelstitel noch von ihren Eltern geerbt. Deswegen hat sie schon mehrmals gezählt halt. Oh, Darwinismus. Hat schon so eine eigene Zellstruktur wiederentwickelt. So schöner ist, also der... Wir sind der Kapitän 9! Der ist schon immer irgendwie dauerhaft erregt, wenn er laufen muss, habe ich das Gefühl. Ah, das ist gut zu wissen. So wie er keucht. Ach, du hast mir in den Nacken geatmet, jetzt weiß ich. Ja, das war der Witz. Hey, ihr könnt ein bisschen die Story achten, dankeschön. Was soll ich machen? Nein! Deaktiviere Sanctuary's Shielder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Was? Aber Angel! Warum sind die Schilder unten? Weil sie Schilder beschadet haben. Angel ist böse, sie verrät uns.
Ich konnte sie das bloß tun, ich hab Frau mit Undercut immer vertraut. Wir schießen es einfach ab, wie wär's? Wir machen Angel fertig, wenn wir sie sehen. Und jetzt sind wir am Arsch. Die wird gefistert! Nicht solche Ausdrücke, wenn ich bin. Cyberwatch ist schon richtig so, oh ja, oh ja. Circa, circa, du circa. Nimm die Hände von deinem Brustwarzen. Ja, Baby, oh. Sag mal. Die müssen P18 machen, die Folgen bei den Strömen. Ja, ich glaub auch. Alter, ey. Können wir erst ab... wir müssen in die Stadt lassen, oder? Nee. Ab 23 Uhr zeigen wir das. Umlauf! Die Folge okay. Musst du jetzt so ab 18 machen. Ja. Gilt doch schon nach 18 bei mir. Die Hände ja, ab 12! Ist klar, dass die bei dir ab 18 ist. Bei 18 ab Brutalität, aber bei so Sexsachen und so sind die immer so ein bisschen... Ja, da sind die ja, knallhart. Nein, nein. Du kannst sogar Porno auf... You, auf natürlich YouTube. Du kannst Switch auf Dauer reden. Ohne Jugendfreigabe, das also ganz normal bringen. Also mit Jugendfreigabe bringen. Aber sobald da irgendwie diese 1-2 Sex-Szenen kommen, die es da so im Spiel gibt, knallt ihr echt YouTube da so ein Spiel rein. Nein, ich google sowas niemals. Deswegen immer diese find ich sowas Nippel immer bei Bilder, YouTube. Ne? Ich bin so unerfahren. Ich wüsste gar nicht, wo ich sonst danach suchen sollte, außer bei YouTube. Ich suche ja keine Pornos bei Google, nein. Mhm. Warum was? Heute YouTube als einzige Seite? Wir sind jetzt aber bei Pornos gelandet. Was machen wir? Sogar, ich weiß nicht, ich will immer Pornos also, panisch im Kreis rennen erstmal. Dass wir Werbung für YouTube machen. Auf mein Video kannst du dir sogar die Playboy-Villa angucken in der Dokumentation. Und du sprichst okay. Nicht aus eigener Erfahrung. Das habe ich aus der Werbung. Ah, okay. Die werben damit, wirklich. Okay, gut. Geht's jetzt nach unten? Wow. Warte, da ist ein Ziel. Ich hab nicht dran gedacht, dass der Scheiß hier auseinander geht. Roland, wo bist du? Roland! Das Ding wird immer größer. Drängelt mich doch nicht weg! Das ist schon Minderwertigkeitskomplex. Cyberbot, guck mal, das Ding wird immer größer. Ja. Okay, sorry, du kannst das ja nicht nachvollziehen. Roland ist eingeklemmt. Bye, Roland! Tschüss! Roland, bring it to Lilith, my friend. Bring it to Lilith. Wir sollen Nuggets dahin bringen. Ja, nimm die mal auf, ich bin bei Lilith. Nimm die mal ja, auf. Wo sind die Nuggets? Achso, die hat Roland. Wer hat wohl die Nuggets? Wer hat die Chicken McNuggets? Der Neger. Ich will die Nuggets. Gib sie mir, ich hab Hunger. Roland, der Schwarze hat die Chicken McNuggets. Schäbt euch. Ja, darf ich dir dann mal geben? Hier, du, hallo, hier, hi. Drückst du ihr das in die Hand? Ja, mach. Was? Ich drück dir gleich was anderes in die Hand. Ich fordere es einfach nicht mehr raus, okay? Oh, was passiert hier gerade? Ihr teleportiert euch Sanctuary. Die Folge muss wirklich ab über 21 rauskommen. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Gib Gas, Scooter! Scooter, gib Gas! Haben die gerade das Sanctuary zerstört, oder was? Nein, guck mal, was jetzt abgeht. Guck mal, das Sanctuary. Oh, es fliegt! Wow! Wertbusche-Spieler. Warum die uns ausgebildet, verdammt? Zu schießen, Mann. Welchen Sinn hat das? Nee, wir hauen ab, aber ihr dürft nicht mit, oder wie? Ja, guck, wir haben uns zurückgelassen. Drauf. Guck also doch ich werde dann in der Folge im Boxys Unterhose zeigen. Was ihr macht, ist mir dann egal. Was? Ich weiß den Leuten Boxys Unterhose. Ja, in der einen Folge, Cyberbots, machen wir zusammen. Ich kenne zwei Wege, einmal mit Granate und einmal ohne. Okay. Ich kenne den ohne. Ich kenne den mit Granate. Bye, Sanctuary. Boom. Und Schluss. Okay. Okay. Ja, dann ist der ganz schön alt aus der nicht allzu handsome Jack, ne? Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist. Sag bloß, Mädchen! Sag bloß! Keine Story gar nicht, warum bin ich sauer auf sie? Du bist auch nicht die Hellste, oder? Du auch nicht die Hellste, bist du böse? Nein! Warum sind wir jetzt sauer auf die Kleinen? Ich hab's nicht verstanden. Du hast Sanctuary kaputt gemacht! Ach so, sie hat die Unterschrift. Warum sind wir jetzt nochmal sauer? Okay. Ja. Er ist so jemand, der auch in der Schule wahrscheinlich immer mitgemobbt hat. Warum mobben wir ihn? Ach egal, ich beleidige ihn einfach. Gar nicht. Warte, ich labert die ganze Zeit dazwischen. Wenn die Story zu hören ist, dann wundert ihr euch, wenn ich davon kein Wort mitkriege. Aber im Ernst. Irgendwelche Pornos und so. Er ist einfach so der Mitmobber. Warum mobben wir ihn eigentlich nochmal? Egal. Wir reden jetzt einfach weiter über die Story. Okay, Pornos. Story. Soll ich beim Ende anfangen? Oder nein. Bei den DLCs? Keine Spoiler. Und ich will mein Kaugummi-Auto. Und ich möchte mein Lilith-Auto. Na, wo geh weg? Wir fahren doch Auto, oder? Ja, aber du kannst bei mir mitfahren, weil ich hab das Schöne. Aber ich will das Kaugummi-Auto.
Komm, das ist auch rosa. Oh, bin ich auf einmal drin? Dieser blöde Pisser da drüben, den muss ich noch kurz töten. Hätte ich auch eigentlich. Ich fahr mal hier hin. Nee, das ist Jojo, ne? Ja. Ich will aber auch mal fahren. Da muss ich immer schießen, das ist voll uncool. Okay, ich will auch irgendwo sitzen. Warte. Ja, hier oben hast du noch den Waffenstand. Drück, ja? Hey, ich dachte, oben der sitzt da. Ja! Nein. Wird deine so einen Puzzlebaum rausgemacht, Alter. Manu. Ja. Sie schlägt erstmal gegen die Wand. Okay, wenn du hinten sitzt. Nein, ich will jetzt los. Na boah! Stress mich nicht! Schlägt so ein bisschen bei mir, das ist ein bisschen ehrlich. Jetzt ist mir egal. Ja, fahr einfach. Jetzt gebe ich Gas. Ich wollte mein Kaugummi-Auto. Das ist auch rosa. Warum fährt das auch so schlecht? Linien. Mein Gott, sei mir bei dem neuen PC. Okay. Gut gemacht. Besorg den neuen PC, Cyberbot. Immer diese Menschen, die so rumstressen. Nee. Doch, alles gut, das genügt doch. Nein, guck dir mal so auf Cyberbots Kanal die Minecraft-Videos und sowas an. Das entspricht in etwa dem Niveau, das wir jetzt dank Cyberbot hier wieder haben. Also. Oh, nee! Das ist gute Werbung. Ja, kann man das ist alles gute Werbung. Liebe Zuschauer, bitte schaut euch alle bei Herrn Cyberbot die Videos zu Minecraft an und wundert euch nicht über den Reichsadler im und wundert euch auf keinen Fall über diese Facecam. Sie wurde ausgeschnitten aus einem Porno. oder einfach so von hier Chatroulette hat er sich einfach was ausgeschrieben. Links? Yo, wie das leckt, Cyberbot! Ja, richtig krass. Ich sag dir mal wirklich einen besseren PC. Ja, ich glaube, es liegt an der Geschwindigkeit jetzt einfach von den Fahrzeugen. Nein, Cyberbot ist nicht neu in der Saison. Nein, das liegt am Internet, du Scheißkind. Dann besorgt den neuesten Internet. Hey, rechts? Rechts hoch! Ja, ach du Scheiße, da kannst du am Leben, da kannst du langfahren? Oh. Ja. Da sollst du auch langfahren! Da kannst du nicht nur schön aus. Ja, hier kommen aber auch gleich Gegner, Navo, also. Achso, wir müssen also aussteigen. Das ist traurig. Ey, ich wurde eingeklemmt. Sorry. Das ist mein Problem. Ich werd eingesperrt. Oh, wir kommen zu einem Easter Egg-Bereich. Spoiler mal nicht. Was heißt hier spoilern? Ohne mich würdet ihr da wahrscheinlich nicht mehr vorbeigehen, außer einer von euch kennt den auch. Hüpfst du mal? Scheiß mal runter. Oh, nicht den normalen Kill, der gehört mir. Ach. Ja, Alter, ich selber. Kriegt ihr da unten eigentlich irgendwas hin? Ihr lasst uns hier einfach stehen, hallo? Ja, wir haben da keinen Bock drauf, Naru, das ist das Problem. Da, hab mich selber geheilt, alles schick. Und ich wurde verlassen. Oh. Hast du gehört, Navo, auf die Beine mit dir, Soldat? Danke. Soldat? Ja, mein Charakter hat sich Soldat genannt. Ich dachte, sie ist Krankenschwester. Mir doch egal, was sie ist. Danke. Los, nicht, dass sie rumsteht. Krieg das jetzt auch mal hin, den Badass zu killen. Okay, ich muss meine große Waffe raus. Ich prügel schon die ganze Zeit auf ihn ein und hab ihn fast. Ja, super. Ich bin am Boden. Warum immer. Völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Du kennst halt mich schon. Wo bist denn du? Deine Mädchen mit den leuchtenden Augen. Wo bist denn du? Hey, da liegt was Schönes. Da liegt eine Schockwaffe. Was hast du gelernt? Greife zu. Was hast du gelernt, Mann? Das wäre voll was für dich, Robli. Nein, das ist ein Scharfschützengewehr. Ich brauche keine Scharfschützengewehre, irgendwie. Macht eigentlich keinen Sinn. Ich bin die ganze Zeit in meinem Nahkampf vorne. Achso, okay. Also eigentlich. Bücher spielt eigentlich immer selbstzerstörerisch, voll reinrennen und alles platt machen. Okay. Ich setze mich jetzt hier vorne hin, damit mich einer von euch anzündet. Ja, ich hab Kapitel 10 bekommen. Ich werde jetzt hier angezündet, ist mir egal. Die Olle ist voll schizophren. Erst verrät sie uns, jetzt hilft sie uns. Ja, tut sich auch erstmal an. Also ich empfehle dir, den Psycho auf Feuer zu spielen. Okay. Weil später kannst du dann halt durch die eine... Durch Feuerwaffen kannst du, wenn du einen Gegner anschießt und den entzündest, gibt es dann irgendwie spontane Selbstentzündung und dann springt das Feuer von Gegner zu Gegner weiter. Das ist cool. Und du erhältst auch irgendwie einen Schadensbonus, wenn du, glaube ich, angezündet bist selbst oder so. Ja, gab's, glaube ich, auch. Du kannst Feuer spucken wie ein Drache. Okay. Mhm. Das Vorsprung wie was? Wie kann ich Vorsprung? Da gibt's so einen Skill, der sieht aus wie ein Drache. Okay. Cool. Und dann machst du anstatt Nahkampf, spuckst du Feuer. Okay, also... Alle erstmal shoppen, ich glaube, es hackt. Wie die Frauen hier. Traitor! Alle Traitor
hier die Schatten nur hier. Dann geh doch zu deinem DDD, wenn du nicht mitspielen willst. Dann spiel doch DDD. Jacks Plan. Du böser Bubi. Wenn du nach Hause kommst, Nippel, dann setz das was. Du kleiner Nippel. Christa. Also, ich würde sagen, hier Folge zu Ende, weil das wird ein geiles. Ich liebe diese Aussage. Ich bin gesetzlich verpflichtet, dir zu sagen, dass ich also, keine richtige Art habe. Fertig? Ihr alle nehmt ja auf. Guckt zu dieser Tür und beendet damit die Folge. Okay. Weil ich werde sie dann öffnen. Wir sehen diese Tür. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. In unserem neuen Gebiet. Ja. Tschüss. Tschüss.